So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir wahrscheinlich nicht, also in der letzten Folge haben wir wahrscheinlich nicht hier gestoppt, die Aufnahme, sondern ich habe irgendwo anders angefangen. Und da vorne sehe ich auch schon ein Wildschwein. Da vorne hatten wir noch einen, da vorne hatten wir noch einen. Ja, hier, genau. Ah, Mist. Der haut dann auch ab, der. Oh, Mist. Der ist leider abgehauen. Egal, mittlerweile habe ich auch schon einen besseren Sturmgewehr bekommen. Das bedeutet, ja, genau, Gewehr. Das hat sich verbessert. Und zwar hat es sich in so einen verändert, halt das. Ganz schön praktisch, oder? Genau. Zu einem besseren verwandelt. Ich glaube, das lag daran, dass wir halt die Sachen für die Waffenteile gefunden haben. Ich glaube, deshalb konnten wir auch die Waffen, also die Waffen verbessern. Und hier haben wir noch Pfeile. Die nehme ich mir mal. So. Lag da nicht irgendwo ein Wildschwein? Ja, da vorne haben wir schon den Wildschwein erledigt, das weiß ich. Aber es gab ja noch ein zweites. Im besten Fall sogar drei. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich auch Wildschweine wären, ey. Ganz ehrlich. Egal. Ah, Munition. Aber Munition haben wir ja genügend. Oh, warte. Ah, haben wir auch mir genügend. Okay. Yeah, AK. Geile Sau, was? Die AK. Richtig. Nachladen. Nachladen betätigt man übrigens mit der Taste X. Unter anderem auch die blaue Taste genannt. Bei Xbox-Controllern. Hallo Wildschwein, wo bist du? Ey, ich sehe dich gar nicht. Ist er in seine Hütte da verkrochen oder was? Wow. Alles klar, aber nehmen wir doch mal lieber den Bogen, ja, ist besser. Es spart auch Munition vor allem. Fanfass! Damn! What the fuck is going on? Ja, komm! Down! Da vorne haben wir noch einen! Zack, nein, daneben. Ach, daneben, ey. Schäm dich. What the hell? Wow. Bam. Schnell wieder in Deckung gehen. What the fuck, da kommen noch mehr Leute, ich glaub's ja nicht. Da ist voll viele Leute. Zack. Wo noch? Komm her. Ah, Wandpass. Boah, ich hatte mir auch schon überlegt, die Brandfässer mal zu schießen, also die hier in der Nähe waren, aber gut, dass ich die nicht erschossen habe, denn dann könnte ich die wahrscheinlich nicht benutzen und dann wäre die, also das Risiko, dass ich sterbe, höher gewesen.
Munition, Munition. Oh, richtig geil, ey, hier. Die ganze Zeit bekommen wir Munition, ey, von den Typen, ne? Und das Beste dran ist, ich bekomme noch meine Pfeile zurück. Das bedeutet also, dank dem Pfeile wiederfinden Fähigkeit kann ich auch Pfeile vom Gegner wieder schnappen. Ist auch das Beste dran. Ah, stimmt, hätte ich ganz vergessen. Überlebensinstinkte zu benutzen, das habe ich überhaupt nicht beachtet. Zack, bam, Headshot. Immer schön auf Kopf zielen, ne? was ist das denn? Und jetzt? Ich schätze mal, um die Fackel anzuleuchten oder so. Keine Ahnung. Ich habe geraten. So, Pfeile benötigen wir allerdings noch nicht. So, bevor wir mal weitergehen, check ich hier mal alles ab, was wir hier machen können noch sonst. Denn ihr wisst ja, das ist ein Action-Adventure und das ist einer meiner Lieblingsgenres im Spiel. Hier in Spielen. Und, da muss man dann immer halt suchen, wisst ihr? Yeah, Truhe. Geht doch. Ah, hier. Sehr nice. Was ist das denn? Was ist das denn? Lol, hier. Ah, warte. Ich hab da eine Idee. Liebe Freunde. Und zwar durch diese Schnur können wir dann wahrscheinlich dort festbinden. Genau. Interessant. Und sonst gibt es nichts Leuchtendes oder so? Nee, okay, alles klar. Ah, da unten haben wir noch einen. Okay, sehr nice. Ah, Wildschwein. Hey, Kumpel, wo warst du? Mann, Lara, mach keinen Scheiß. Ich höre Geräusche. Aber wo kamen die denn her? Wo kamen die denn her? Warte mal hier. Ne, okay. Immer schon nachladen. Eiskalt, Alter. Ey, der Wildschwein ist aber ganz schön flink, muss man sagen. Ah, Moment. Geocaches. Super. Das ist halt der Vorteil, wenn man Überlebensinstinkte einsetzt. Munition. Und nochmal Geocaches, super. Da oben haben wir noch einen, ne? Also noch einen Teil da, wo wir, genau, hier. Munition haben wir nicht nötig. Bergungsgut. Nice work. Hui. Wir gehen doch mal jetzt erstmal nach oben, würde ich sagen. Also da, wo wir mit dem, genau hier. Da müssen wir hin, oder? Ja, genau, da müssen wir hin. Moment. Gab's doch mal hier nicht so eine Stange, da wo wir das festbinden müssen oder so? Ich könnte schwören, dass hier eine lag. Na egal, gehen wir mal weiter hier. Was finden wir denn? Ah, nur eine Truhe. Mal gucken, was da drin ist. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Wäre möglich auf jeden Fall. Gehen wir mal zurück. Oh je. Dieser Sound hört sich nicht gut an. Sonst haben wir hier nichts zu suchen, oder? Ich
glaube, das müssen wohl alle sein. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnten immer noch irgendwelche Sachen sein. Warte. Wildschwein. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Wildschwein. Da! Oh Gott, nein! Ich wollte den jagen, das gibt's doch gar nicht. Verdammt, ey, so viel Pech kann man doch nicht haben. Ich möchte schon anschleichen, anschleichen. Vielleicht haben wir ja dann noch Glück und finden wir den Wildschwein. Diesen Wildschwein. Komm, gehen wir mal hier auf Wildschweinsuche. Ah, da vorne sehe ich schon noch eine Truhe. Yes. Bergungsgüter, sehr nice. Wäre ich vermutlich weitergegangen, dann hätten wir dann diese ganzen Sachen gar nicht gefunden. Ehrlich. Das finde ich auch ganz schön nice. Moment. Hier haben wir aber auch einen wirklich guten Ausblick. Ah, hier. Richtig, richtig, richtig. Nein, ich habe da eine Idee, Brenn! Yes! Yes. Ich hab den getroffen. Super! Jump! Boah! What the hell? Alter, wie viel halten die aus? Das gibt's doch gar nicht. Und da kann ich nicht mal durch. Bist du? Wo bist du? Ach, der ist schon wieder weg. Die sind ganz schön zäh, ey, muss man sagen, ne? Nee, Schrotflintenmatronen brauche ich nicht. Aha. Zeig dich! Wo bist du? Wo bist du? Ey, der Geräusch. Was? Ich höre den zwar laut und deutlich, aber ich kann ihn einfach nicht sehen. Das gibt's doch gar nicht. Wo bist du? Kannst du mir mal ein Signal geben, bitte? Ne, da ist er auch nicht. Boah, das kann doch gar nicht wahr sein hier. Zack! Noch eine Truhe. Der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Interessant. Interessanter Anblick. Es ist eine Fälschung. Made in China. Lol. Ah, da steht's ja. Moment, kann ich ja zoomen hier. Made in China. Richtig. Gut. Aber das bringt uns immer noch nicht weiter, diesen einen Wildschwein noch zu finden. Ich jage Wildschweine, damit ich Erfahrungspunkte bekommen kann von denen. Weil wenn ich sie töte, dann geben sie mir automatisch Erfahrungspunkte, wisst ihr? Na, egal. Oh, da hat es ein bisschen geruckelt. Hier ruckelt es aber eindeutig. So, schauen wir mal nach. Pfeile, ja genau. Pfeile benutze ich mal. Moment, da muss ich deutlich schnell sein. Es klemmt. Moment, das blinkt doch auch. Das blinkt auch, stimmt. Heller Stoff kann verbrannt werden.
Gut, dann wechseln wir das doch mal zu Feuer. Pfeil und... Ja, und zünden den mal an. Aha. Alles klar. Weiter. Ja, weiter. Geschafft. Und Checkpoint. Highway to Hell. Infiltrieren Sie in den Palast. Und ein Lager, wie schön von denen. Fähigkeitspunkte haben wir leider keinen. Dann gehen wir mal auf Ausrüstungen. Volle Drossel, Laufmantel, polierter Bolzen, gepolsterter Griff. Großraummagazin, Laufmantel, Klebeband, Doppelmagazin, Handfeuerwaffe. So, wir haben jetzt alles. Ich gehe mal hier auf Schrotflinte für einen alternativen Feuermodus. Erhöht die Schussfrequenz. Das können wir machen. Bäm, polierter Bolzen. Ach du heilige Scheiße, ich habe vergessen, mein Timer einzustellen. Was ist los? Oh je, da kommen wieder Leute. Da kommen Leute. Da muss ich dann direkt wieder auf Pfeil, Bogen umstellen. Ne, kein Pfeil, okay. Ich zoome gerade mal rein, damit ich mal die Typen von hier sehen kann. Nipp, im Moment gar keine zu sehen. Hopp. Ah, warte. Warte. Egal. Wie können die so leben? Dich kann ich ja befreien, wenn du willst. Aber geht ja nicht. Egal. Oh mein Gott. Gwen. Deckung, weil es könnte gefährlich sein. Werden, meine ich. Gewehr. Ich komme, Baby. Wo seid ihr? Zeigt euch! Lara, hier oben! Hä? Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen. Ach, da bist du! Ah, okay. Ich hab dich gar nicht im ersten Augenblick nicht gesehen. Aber Lara, gut. Schwing dein Hintern hier rauf! Ja, Moment. Aber erstmal hol ich mir mal Pfeile. Siehst du die Scheißleiter nicht? Rauf mit dir! Halt die Schnauze, ey. Ja, wer nicht hören will, ne? Los, beweg dich! Muss mit Aggression rechnen. Warte mal. Wir müssen die anderen retten! Nein, nicht jetzt, mein lieber Freund, nicht jetzt. Weißt du warum? Richtig. Weil du mir unwichtig bist, weißt du das? Nee, natürlich nicht, aber... Es gibt ja auch andere Teile, die wir suchen können. Also die wir nehmen können und das dann uns Fähigkeiten und Bonuspunkte irgendwas einbringt. Na, siehst du? Da hätte ich doch glatt einen Bergungsgut vergessen. Aber ich muss noch andere Wege suchen, damit ich noch andere Wege hier finden kann. Aha. Aber wie komme ich da rauf? Shit. Im Moment habe ich keine Ideen, aber wir könnten ja mal hier lang gehen. Ah, richtig. Gut. Ein Buch.
24. Oktober glaube. 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Genau. Aber bevor wir weitermachen, mache ich doch mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.